Beschützer der Huren ist er geworden. Krass, damit hätte ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Jetzt ist er ein Beschützer der Huren. Jetzt steht er vor dem Hurenhaus und ist der Türsteher von denen. Die Puffmutter hat sogar Gefallen an ihm gefunden. Auch nicht schlecht. So. Dann gibt's noch eine Quest, die hier. Handelsware, machen wir die auch noch. Was ist das hier eigentlich hier? Das ist auch noch Prüfung der Sachmet, da muss ich auch noch hin. Gut, aber jetzt machen wir die Quest hier und dann machen wir die Quest da hinten. Vielleicht führt uns auch die Quest dahinter. Oh, hey, wer weiß. Vielleicht kriege ich wieder was Legendäres von dem kleinen Händlerjunge. Wer weiß. Wo ist der Schutz, den man uns versprach? Okay. Hallo, mein Freund. Ah, Bayek, ich brauche deine Hilfe. Ja, bei was denn? Finde die Ware und hol sie zurück. Wie weit ist denn das jetzt wieder entfernt? Aha. Das ist also hier. Ja gut, das ist, liegt ja auf dem Weg dann. Dann mache ich jetzt das, was ich gesagt habe. Dann schnappe ich mir jetzt ein Boot und fahre da direkt hier hin. Mach das, das. Lauf hier runter, mach das. Reite hier entlang und mach noch das. Genau. Und töte dann auch dort den Hauptmann, der die Waren gestohlen hat. Das macht Sinn. Okay, ich brauche ein Bötchen. Leider sehe ich nur keins wieder mal. Außer ein großes... Ah, da. Hey, Fischer! Nepp! Nimmst du mich mit? Das wäre echt in Ordnung von dir. Ich würde mich freuen. Obwohl, ich könnte ja auch das Boot hier nehmen. Ja, okay, ich komme. Danke. Also. Ich muss mir den mal kurz ausleihen. Okay, danke. So. Genieß die Fahrt. Das wird eine lange. So, also. Dann machen wir wieder gleich eine kleine Rundfahrt. Ein Rundgang, besser gesagt. Wieder das Fischerboot. Mit dieser Konstruktion, wo die Fische fängt. Da hinten ist diese vergessene Pyramide, wo ich drin war, wo ich dieses komische, seltsame Teil eingefügt habe. Mal schauen. Ein leuchtendes Fragezeichen. Das ist meistens etwas Wichtiges. Wie ruhig der Nil ist. Da ist es. Danke, mein Freund. Von hier aus laufe ich. Ist ja nicht mehr weit entfernt. Nilpferde. Schlafen alle.
ist der große Chef? Badet wohl hier irgendwo, hä? Zeno! Wo ist denn das große Viech? Ah, da. Okay, die Mühlpferde lasse ich mal in Ruhe. Ja. Boah. Wie stark die Viecher sind. Das ist ja unglaublich. Kommt schon her. Eigentlich will ich das hier. Der haut ab. Der haut auch ab. Kommt schon. Wo wollt ihr hin? Wartet! Muss wohl mit dem... Oh, oh. Ah, muss wohl mit dem Boot weiter. Ah, das ist noch gar nicht erledigt. Komm schon! Erledigt. Das andere hat Angst und schwimmt davon. Umso besser. Aber das Haupttier habe ich getötet. Und das ist das, was ich wollte. Gut. Also, dann wollten wir dorthin. Und irgendwas, ist das irgendwo ein goldenes Fragezeichen? Wo ist das? Das ist hier. Ah, okay. Dann schauen wir mal, was es hier zu tun gibt. So, wieder ein kleiner Ort. Das Flusspferdversteck habe ich jetzt... Ja, Haken. Okay. Leute schlafen. Vielleicht warte ich bis Tagesanbruch. Hm. Was ist hier los? Der Schreiber hat es förmlich drauf angelegt. Ich meine, es war... Die Banditen werden bald wieder hier sein, Brüder. Wir gehen in das letzte Gefecht. Verpasst ihnen ein paar Narben, bevor sie unsere Kehlen aufschlitzen. Wir stehen dir bei, Rai. Wir sind es alle müde, wegzulaufen. Unser Blutschwur zu diesem Land ist unverwüstbar. Okay. Hat zu meinen Gunsten entschieden. Die machen sich wohl auf... zusätzliche Warum versteckt ihr euch in diesen Ruinen? Ein Medjay. Endlich zeigen die Götter Erbarmen. Ich bin Rai. Und das sind die Reste meiner Familie. Banditen haben uns von unseren Bauernhöfen verjagt. Wir können sonst nirgendwo hin. Wir haben nichts Wertvolles dabei. Und sie verfolgen uns schon seit Tagen durch diese Einöde. Ich kenne viele Banditen. Sie sind zynisch und herzlos. Sie haben so viele getötet. Meinen Vater, meinen Sohn. Hier sind alle, die noch von unserem Dorf übrig sind. Die Banditen werden wiederkommen, um uns fertig zu machen. Steh uns bei, Medjay. Hilf uns, endlich Rache zu nehmen. Rache ist mein Credo. Ich werde euch helfen. Wie ist euer Plan? Es gibt eine Klippe nicht weit von hier. Von dort aus können wir die ganze Gegend überblicken und unsere Verteidigungsstrategie planen. Mhm. Gehen wir. Diese Einöde ist gefährlich. Sind es nicht Banditen, dann Hyänen oder andere Tiere. Reser Dank weiß ich, einen Bogen zu benutzen. Das ist eine schöne Waffe. Ungewöhnlicher Stil. Als mein Vater ihn mir gab, war er 3 Handbreit größer als ich. Die Jungs zogen mich gnadenlos damit auf. Jetzt macht er mich traurig. Ich denke ständig an Vater. Okay, Banditen terrorisieren also dieses Dorf. Ah! Oh nein.
Neck, was macht ihr verdammten Scheißviecher hier? Scheiße Jäden. Gut, weiter. Die Hyänen sollten uns nicht aufhalten. Hast du das gesehen, in der Nähe des Eingangs? Da sind Zeichnungen an der Wand. Oh ja, da ist ein Symbol von Horus. Aber es ist leicht verändert. Es sieht sehr alt aus. Was ist das für ein Ort? Du kommst ziemlich schnell voran, Rai. Ich kenne diese Höhlen. Sie sind ein natürlicher Tempel. Was hast du da für einen Anhänger? Ein alter Adlerkopf. Ich hoffe, er bringt uns Glück. Wo gehen wir denn hin? Was sind das für Höhlensysteme hier? Die muss ich nachher untersuchen. Ein Steinkreis. Bei den Göttern. Das ist wunderschön. Ich könnte hier stundenlang bleiben. Ein Steinkreis. Machen wir hier eine Rast. Okay. Welche Gottheit ist hier wieder verborgen? Das ist Horus, der Falke, der große Schwarze, Gott des Himmels. Die Sonne ist sein rechtes Auge und der Mond sein linkes. Für immer fliegt er durch den Himmel und bringt Tag und Nacht. Tragen die Magier nicht das Horus-Auge? Ja, Chemu. Und der Pharao ist Horus, oder? Ja, mein Sohn. Der Pharao ist Horus im Leben und Osiris im Tod. Deshalb regiert der Pharao nicht nur Ägypten, sondern die ganze Welt. Aber nur ein wahrer Pharao. Horus, der Falkengott. Okay, das habe ich gebraucht. Jetzt zu den Banditen. Okay, genug getrödelt. Wir müssen planen, wo die Banditen auch herkommen. Meine Brüder stehen in den Ruinen bereit. Ich bleibe hier oben und halte Wache. Wenn sie kommen, gebe ich ein Signal. Dann greife ich von hinten an. Ich will nicht respektlos sein, Rai. Aber ihr seid keine Soldaten. Die Banditen sind Mörder. Deine Bauernfreunde überstehen diesen Kampf vielleicht nicht. Ich weiß, Bayek. Ich habe wirklich sehr viel Angst. Wäre deine Familie in deinen Armen gestorben, würdest du das verstehen? Ich kann jetzt nicht davonlaufen. Glaub mir, ich verstehe das. Und ich kämpfe mit dir. Fürs Erste gehe ich zu den anderen zurück. Beeil dich. Es ist ein langer Weg den Berg hinunter. Für mich nicht. Bayek! Was? Du bist doch kein Adler! Geht es dir gut? Das war verrückt, aber erstaunlich. Keine Angst. Das mache ich jeden Tag. Also gehe ich mal zu den Bauern zurück. Und mache ihnen Mut. Versuch es zumindest. Mit dir haben wir eine Chance. Die Banditen sind Dämonen. Kein Wunder, was immer auch passiert. Vielen Dank für deine Hilfe. Nur ein blinder und tauber Ebel. Magi, du bist zurückgekehrt. Ja, deine Schwester bleibt auf der Klippe. Sie gibt uns ein Zeichen, wenn die Banditen kommen. Diese Ruinen sind eng. Es könnte sich lohnen, Fallen zu stellen.
Feuer und Öl vielleicht. Habt ihr Vorräte? Feuer? Eine schöne Idee. Ja, haben wir. Beeilen wir uns. Gut. Begib dich auf das Dach und halte Wache. Ich komme bald nach. Mit diesen Ölkrügen könnte ich den Banditen Fallen stellen. So oder so sollte ich wieder mit Rais Bruder sprechen, wenn ich fertig bin. Okay, mit diesen Ölkrügen. Ja, und wo soll ich jetzt das... Okay, dann nehme ich mal einen Ölkrug. Ich dachte, die alten Magi wären fort. Du gibst mir wieder Hoffnung. Ich habe keine Ahnung, wo ich diese Fallen stellen soll. Hier oder was? Der Wind peitscht den Sand vor sich her. Ich könnte ja hier einfach welche hinstellen. Für den Eingang. Mit dir haben wir eine Chance. Die Banditen sind Dämonen. Was immer auch passiert, vielen Dank für deine Hilfe. Die Eingänge hier. Das macht Sinn. Wenn sie von da reinströmen, dann kann ich sie schön verbrennen. Aber hier sind noch mehr Krüge. Auch wenn sie von hier hochstürmen, kann ich sie hier verbrennen. So. Okay. Vielleicht noch weiter unten. Hier ist auch ein Krug. Die Krüge einfach so ein bisschen in die Straße reinstellen. Dann mit dem Bogen drauf schießen. Und hoffen, dass sie verbrennen. Dazu brauche ich aber Feuerpfeile. Und diese Fähigkeit habe ich noch nicht. Wie kriege ich die? Und vor allem wo? Bogenraserei? Okay. Höhe EP, Höhe Combo. Ultra Combo. Ah, da ist er doch, der Feuerpfeil. Sehr schön. Sag ich sehr. Passiv erhöht Schaden aller Hilfsmittel um zusätzliche. Ah, okay. Brandbomben. Entführung. Schildsturm, auch nicht schlecht. Was kostet das? 2. Erweiterter Combo. Ja, warum nicht? Was ist das? Nahkampfbeute. Ah! Adrenalin 2. Okay, dafür habe ich nicht mehr genug. Junge, Meisterkrieger. Ah, was mache ich denn? Das wollte ich gar nicht. Egal. Ketten, was? Kettenwurf. Ey, das ist ja auch nice. Okay. Jetzt habe ich keine Punkte mehr. Gucken wir mal. Ausrüstung. Verbessern wir noch unseren Brustschutz. Jawohl. Ziehen mal eine andere Montur an. Keine Ahnung. Persische Wache. Und die habe ich noch gar nicht angehabt. Die ist neu. Die habe ich ja demnächst gekauft. Oder? Nee. Doch. Glaub schon. Ziehen unsere Mütze wieder auf, weil jetzt geht's gleich in den Kampf. Gut, noch meine Klinge kann ich verbessern. Mache ich natürlich auch. Sehr schön. Jetzt brauche ich natürlich wieder Felle, war ja klar. Okay. Und wie kriege ich jetzt den Pfeil zum Brennen? Nein? Ist der automatisch verbrannt? Keine Ahnung. Ich brauche auf jeden Fall Pfeile. Gibt's hier irgendwo Pfeile? Oben. Das dachte ich mir. Gut.
Sehr schön. Dann lasst uns beginnen. Ich bin fertig. Dann warten wir und beten. Sie kommen. Da sind sie! Die Banditen sind hier! Oh. Ich töte dich, Sirius, wird dir nicht gnädig sein, du Bastard! Ah, super. Warum habe ich jetzt keine Feuerpfeile? Wir sehen euch, ihr kleinen Ratten. Ihr könnt euch nicht vor uns verstecken. Wo ist die Frau? Gebt uns den Bogen. Vielleicht lassen wir euch leben. Vielleicht auch nicht. Sehr schön. Ja. Du hättest nicht herkommen sollen. Bin in Reichweite. Na, jetzt Maul da und brennt. Ich hab freie Schussbahn. Ich hab verdammte Flammen. Ah. Wir müssen aufholen. Kann ich nicht. Kein schwerer Schuss. Sehr schön. Drüben sind auch noch welche. Bastard, ich treffe ihn. Da bist du. Ah, guck mal, wer hier hochkommt. Voll eine kassieren, ja? Ja, ich geb dir ein Brett. Ab, ab und ab bin ich. Und richte dich. Komm her. Ha! Oh, boah. Okay. Okay, du willst es nicht. Zack! Da! Verdammter Bandit! Diese armen Leute! Ah! Zack! Was? Nein, wieso darf der wieder als erstes schlagen und ich nicht? Ich hab doch den... Ich hab doch den Ding gemacht. Den Powerschlag. Den Ding, den letzten, den... Ach, Mann. Magi, wir können dir gar nicht genug dafür danken. Oh. Die Götter schicken dich. Ich dachte schon, wir würden sterben. Doch jetzt habe ich Hoffnung. Ja, nochmal. Die Götter schicken dich. Ich dachte, die alten Magi wären fort. Du gibst mir wieder Hoffnung. Wo waren jetzt die anderen Flüge? Manchmal könnte ich echt kotzen. Ah, okay. So. Mit dir haben wir eine Chance. Ja, ja. Die Banditen sind Dämonen. Was immer auch passiert, vielen Dank für deine Hilfe. Ich mach hier noch einen hin. Da noch einen. So. Und diesmal sterbe ich nicht. Ja, Gott, nochmal, echt. Manchmal kotzt es mich echt an. Ich hätte gewonnen. Aber nein. Ich bin fertig. Dann warten wir. Und ja, ja, wir warten. Sie kommen jetzt. Da sind sie. Die Banditen sind hier. Ich spreng dich um. Es ist unehrenhaft, so leichte Beute zu töten. Wir sehen euch, ihr kleinen Ratten. Ihr könnt euch nicht vor uns verstecken. Wo ist die Frau? Gebt uns den Bogen. Vielleicht lassen wir euch leben. Vielleicht auch nicht. Zack! So, das war's. Einer weniger. Bin in Reichweite! Dafür lasse ich dich leiden. Ein leichter Schuss! Ah.
Egal, der nächste. Ich kann ihn treffen. Kommt schon, brennt, ihr Schweine. Kriegt auch noch ein paar Flammen ab, wenn es so weitergeht. So, der letzte. Das war's. Waren das alle Diebe, oder? Ah nein, da ist noch einer. Ich hab das Ziel in Sicht. Stirb endlich! Bin in Reichweite. Und tschüss. Wo kommt denn der ganze Rauch her? Geschafft. Aber es sind noch mehr da draußen und sie kommen zurück. Sie waren hinter Vaters Bogen her. Was? Das alles für einen alten Bogen? Aber warum? Das ergibt keinen Sinn. Den hätte ich ihnen gegeben. Vielleicht können wir das noch. Sie hätten euch trotzdem getötet. Es gibt nur eine Möglichkeit, sie aufzuhalten. Ich muss ihren Anführer erledigen. Ich sah, dass sie aus dem Südosten kamen. Sie kampieren sicher in den Bergen hier in der Nähe. Dann werde ich dort mit der Suche anfangen. Bajek, bevor du gehst, bitte, nimm den Bogen. Wir sind sicherer, wenn du ihn hast. Er wurde im Kampf beschädigt und macht mich jetzt sowieso nur traurig. Ich bin sicher, dass er noch Kraft hat. Du ehrst mich, Rai.